Ja, wir sind gerade wieder mal beim Üben, und zwar lineare Funktionen durch gegebene Punkte bestimmen. Wir haben zwei Punkte, der eine heißt 2,7, 3,3. Wohlgemerkt für die, die jetzt das erste Mal hier reingucken, das ist der x und das ist immer der y-Wert. Es gilt also, diese Punkte in ein Koordinatensystem einzutragen und schon mal den Graphen zu malen. Aber wir möchten wissen, deswegen gesucht, das hier. Die echte Funktionsvorschrift, die, weil es ja eine lineare Funktion ist, einer Linie gehorcht, also den Anstieg ermitteln, das absolute Glied ermitteln und natürlich auch vorher die Schätzwerte. Aber das machen wir hier anhand der Grafik. Das schreibe ich jetzt nicht extra hin. So, dann mache ich mal Pause und wir melden uns in Abständen hier wieder. So, wir haben jetzt schon mal die Punkte hier reingemalt, P und Q. Und ganz einfach, 2,7 nach rechts, 3,3 nach oben, beziehungsweise hier 3,3 nach rechts und minus 1 nach unten. Nochmal gucken, 1, 2, 3, hier muss er sein. So, das ist Q. Also das war Quatsch. So, und jetzt kann man die verbinden und dann hätte man schon mal einen schicken Graphen zusammen. Wenn ich die jetzt mal verbinde, na doch, ich mache es in Blau, dann sieht das so aus. Aber nicht nur die Punkte verbinden, sondern weiterführen. Eieieiei, ist das steil. Das heißt, hier oben, irgendwo im Nirvana, bei, wo hier die Olle 7 steht, die Y-Achse, die geht ja hier weiter. Da müssen wir mal ungefähr schätzen, wo wird denn das absolute Glied N sein? Gesundheit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vielleicht 15. N wird ungefähr 15 sein. Schreiben wir rund 15. Wir brauchen diesen Wert später, um dann unsere Rechnung zu kontrollieren. X0 ist schon besser zu bestimmen. 1, 2, 3, 3,1 vielleicht. Also X0 geschätzt. X0f meinetwegen, weil es ja f von x ist, die Funktion, ist rund, was hatte ich gesagt, 3,1 oder 3. Reicht uns zum Abschätzen. Naja, der Anstieg, der ist ein bisschen spannend. Jetzt haben wir hier keine richtig sicheren Punkte. Jetzt müssen wir wirklich mal schätzen. Jetzt schnappen wir uns mal hier einen scheinbar sicheren Punkt. Sicher meine ich, weil der hier zufälligerweise das graue Kästchen Gitter kreuzt. Hier. Jetzt sage ich, okay, ich gehe einen nach rechts und muss 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 nach unten. Also sage ich, okay, dann müsste m rund minus 5 sein. Wie das mit dem Bestimmen von Steigungen geht und so weiter, ist in den anderen Videos erklärt, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und jetzt fangen wir mit unserer Rechnung an. Das heißt, die Lösung rein rechnerisch beginnt so. Hier kommen wir im Moment noch nicht weiter. Hier haben wir auch keine sicheren Punkte. Lasst uns mal mit m wie Anstieg anfangen. Wird geschrieben mit r wie Banane, ne? Also, m. Wie ermitteln wir m? Indem wir sagen, das, was ich hier mit Abzählen gemacht habe, das kann ich ja rein rechnerisch. Ich schnappe mir also m so, dass ich sage, m ist, und jetzt, y, ach, heieiei, 1 minus y2 durch x0, besser gesagt, 1 minus x0. Was bedeutet das? Ich sage, was weiter rechts liegt, der Punkt, der weiter rechts liegt, von dem etwas abgezogen, dann lande ich bei dem anderen Punkt. Hier. Dann muss ich meinen Steigungsdreieck größer machen, sozusagen. Ich mache das mal rot. Der Punkt, der weiter rechts liegt, x-mäßig, der hat hier eine x-Koordinate, nämlich 3,3. Und rückwärts gegangen bis zur x-Koordinate 2,7 ist eine Differenz. Hier, das ist die x-Koordinate. Die schreibe ich dann da rein. Und die y-Koordinate, mal in pink, die ist nichts anderes als von hier bis hierher, weil der Punkt weiter rechts liegt. Bis hierher. Das ist mein, ich könnte auch sagen, Delta Y. Delta, die Differenz. Und hier zu dem ganz knallroten könnte ich sagen Delta X. Ich könnte also diese Formel auch ganz frech und schnell übersetzen, indem ich sage, diese Formel, aber da muss man wissen, wie rum man das richtig einsetzt, indem ich einfach hinschreibe, m ist gleich Delta Y durch Delta X. Das wäre die Kurzform. Aber ich muss wissen, dass ich von dem weiter rechts liegenden Punkt den weiter links liegenden Punkt und seine Koordinaten jeweils abziehe. Und das setzen wir ein. Macht mal.
Nochmal schnell zu diesem Thema Steigungsdreieck. Nehmen wir mal an, ich mache das jetzt mal ohne weitere Dimensionen hier. Nehmen wir mal an, ich habe ein Steigungsdreieck gegeben, das heißt, m ist gleich 2 Fünftel. Dann heißt es doch, ich gehe 5 nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5 und 2 nach oben, 1, 2. Und habe hier mein, nee, das war es nicht, habe hier mein Steigungsdreieck, hier. So, das heißt, ich fange erst an mit nach rechts gehen. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, das war jetzt zufälligerweise nur m von einer einfachen Funktion, die durch einen Nullpunkt läuft, ne? Das gleiche Steigungsdreieck gibt es hier überall. Wenn ich jetzt sage, ich mache das rückwärts, dann mache ich das eigentlich genauso. Bloß ich muss anfangen, nicht von hier nach rechts und dann nach oben oder unten, sondern ich muss von rechts anfangen und nach links gehen, sozusagen rückwärts ermitteln. Rein rechnerisch. Ich sage also, hier ist der Punkt 5, 5, hier ist der Punkt 0 und ich rechne 5 minus 0, also m ist gleich. Unterm Bruchstrich sind die x, ne? 5 minus 0 und hier sage ich, und der Wert von dem zugehörigen weiter rechts ist 2 minus 0, 2 minus 0 passt. 2 Fünftel und dann komme ich wieder hin. Noch ein anderes Beispiel dazu, ich mache mal ein grünes. Nehmen wir mal an, ich habe hier irgendwie einen Graphen und ich habe hier einen sicheren Punkt und habe hier einen sicheren Punkt. Jetzt muss ich rückwärts gehen, machen wir das. Also, ich gehe x-mäßig. M ist gleich x, jetzt unterm Bruchstrich. Ich gehe von dem rechten rückwärts, denn normalerweise gehe ich erst nach rechts und dann nach oben oder unten. Also, jetzt fange ich rückwärts an. Ich sage, aha, 0, minus, und das sind minus 2, minus 2. Ich gehe also rückwärts. Und jetzt gucke ich von hier, das sind meinetwegen 2,5 plus 2,5, weil ja über der x-Achse. Und jetzt, das sind dann 1, 2, 3, 4 minus 4. Und dann kann ich ausrechnen. Vorwärts malen ist zuerst nach rechts, dann nach oben oder unten. Rückwärts ermitteln erst von rechts nach links, also wieder zurück. Rein rechnerisch von rechts nach links gehen. Immer den rechtesten Punkt nehmen. Dann nach links gehen, voneinander abziehen und dann das gleiche mit den entsprechenden y-Werten machen. Also da auch nicht die Reihenfolge vertauschen. Okay. Ich hatte das hier, das war eben nur vom Steigungsdreieck, das war hier oben. Ich habe das Steigungsdreieck praktisch rückwärts ermittelt. Wenn ich aber sage, ich mache das mal richtig mit den Koordinaten. Gut, dann schreiben wir die Koordinaten der Punkte auf. Und ich fange mit dem rechteren an. Also, m ist gleich. Und jetzt die x-Werte. 0 minus minus 2 minus 2. Und jetzt die y-Werte. Wieder den rechteren. Ich habe ja mit dem rechteren angefangen. 2 minus, aha, 6. Jetzt mal gucken. Ach, hier hat nur 2,5 genommen. Ja, jetzt fällt mir das auch auf. Entschuldigung. 2,5 machen wir hier auch 2,5 draus. So. Und jetzt gucken wir mal, wo ist der große Unterschied? Das ist die sichere Variante mit den Punkten. Hier mit dem Steigungsdreieck, hier haben wir bei 2,5 angefangen. Vielleicht nicht gut. Gucken wir mal. 2,5 minus 6 ist, 2 minus 6 wäre minus 4, aber es ist minus 3,5. Und hier unten 0 minus minus 2 ist plus 2. Also das wäre der Anstieg. Minus 3,5 halbe. Das ist das echte M. Wo liegt der Fehler hier? Wir sind vom Steigungsdreieck ausgegangen und haben uns die näher liegenden Punkte geschnappt. Also ich bin praktisch von hier 4 hochgegangen und habe das gleiche auch durch 2 erreicht. Daher kommt mit dem Steigungsdreieck, ich wollte es leider schöner erklärt wissen, dadurch kommt hier schnell mal ein Fehler rein. Das ergibt nämlich einen anderen Wert, 2,5 minus 4. Ne? Also so nicht, sondern immer mit den Punktkoordinaten, da bin ich auf der sicheren Seite, dann kann ich mich nicht verzählen. So, jetzt haben wir unseren Anstieg ermittelt, das war er hier. Und zwar minus 43 Sechstel, das ungefähr minus 7,16 ist. Und jetzt gucken wir mal, das Ding läuft wirklich erstens negativ und zweitens sehr steil. Also das würde funktionieren. Hier, diese minus 43 Sechstel. Jetzt habe ich hier dieses Grüne zum Erklären genommen. Ich wische das mal schnell weg, denn wir wollen ja noch y
ausrechnen, das n ausrechnen. Unsere Formel gehorcht also f von x folgendem minus 43 Sechstel x und jetzt plus n. Und wie kommt man jetzt an das n ran, rein rechnerisch? Naja, ganz einfach, man sagt, okay, ich habe ja hier Punkte. Und die Punkte, die liegen auf dem Graphen, also muss das auch mit x0 klappen, muss das hier oben mit unseren geschätzten 15 klappen und so weiter und so fort. Das heißt, wir setzen einfach einen von den beiden Punkten ein. Am besten, ich nehme jetzt mal Q. 3,3 minus 1. Also, 3,3 hat sich ergeben, der y-Wert, wenn ich minus 43 Sechstel in Anstieg mal minus 1 nehme. Und das Ganze plus n. Und das ist jetzt bloß noch reine rechnerische Sache. Das heißt, ich habe nochmal, das ist der. Oh, ich habe es verkehrt gemacht. 3,3 ist der x-Wert und minus 1 war das. Genau. Minus 1 ergibt sich, wenn ich hier 43 Sechstel mal 3,3 nehme. So, jetzt habe ich es richtig. Nochmal schnell der Punkt. Ja, hier ist der x-Wert, hier ist der y-Wert. Also minus 1 ist y und ja, der Rest stimmt. Und da machen wir dann weiter. Ja, jetzt wollen wir noch x0 schnell. Das war ja auch schließlich eine Aufgabe x0f. Wir hatten geschätzt, es muss ungefähr 3 rauskommen. Das macht man einfach, indem man sagt, ich setze den ganzen Mist 0. Weil ja der y-Wert 0 ist. 0 ist gleich minus 43 Sechstel x0 plus 22,5. Und legt dann los, das übliche, also minus 22,5. Dann haben wir minus 22,5 hier stehen. Und hier haben wir minus 43 Sechstel x0 stehen. Nehmen das Ganze mal. Minus 6 43stel, tippen es in den Taschenrechner ein. Ach naja, das wird ein bisschen doof. Und dann kriegen wir ein Ergebnis raus. Ich melde mich gleich wieder. Also, wenn ich schon die 43 sehe, eine Primzahl unten unterm Bruchstrich, dann wird mir schon schlecht. Ich dachte erst, ich könnte kürzen, aber das waren ja 22 und nicht 21,5. Also, ganz schlimm. Hier in diesem Fall müssen wir einen Taschenrechner bemühen, aber keine Bange nochmal auf alle, die jetzt heute nicht da sind. Solche blöden Werte kommen nicht raus. Ihr kriegt immer ein genaues x0 raus. Und da will ich einen genauen Bruch sehen. Und zum Abschätzen dann, ne, um zu vergleichen, wir hatten hier ungefähr geschätzt 3, und vielleicht 3, 3,1. Zum Abschätzen dann nochmal runden. Aber hier mussten wir in diesem Fall mal aufhören. So, wir können das Video an der Stelle abschließen. Viel Spaß beim Üben.